kurzem ein Video von Anfang des Jahres von mir angeguckt. Und gerade dazu dachte ich so, das ist eigentlich das Programm aufgegangen dieses Jahr. Und das muss ich jetzt revidieren. Ich bin tighter, ich habe mehr Ideen, ich bin freier, ich habe das komplett kinokratisch erneuert und bin besser geworden. Das bisherige Highlight war definitiv das Headphone-Logo der Anfang der Band. Und die ganze Location, die München da war, das war ziemlich, ziemlich geil. Das nehme ich mit und werde ich mich nicht mehr erinnern. Ich glaube, das ist TOYS2MASTERS.